Hallo, liebe Freunde. Ja, wie versprochen habe ich gesagt, dass ich mich nochmal melde. Da bin ich. Und dass wir nochmal für Ostern etwas basteln. Steht ja. Sorry. Dreht mir schon fusselnd am Mund, siehst du? Ostern steht schon vor der Tür. Und dank des Osterfrosches, an dieser Stelle nochmal vielen Dank, lieber Osterfrosch, der hatte meine Geschichte gelesen, gehört und machte sich auf die Spur, hoppelte hierhin, hoppelte dahin. Es ist kein Hase, es ist ein Frosch, richtig. Und dieser Frosch gab mir indirekt eine Nachricht, dass er schon mal ein Ostergeschenk in den Briefkasten gesteckt hat. Und siehe da, ich war wirklich gemeint. Luftballons, denn die brauchen wir heute. Luftballons. Ich habe hier geguckt, ich habe da geguckt, ich habe nachgefragt und überall. Es gibt hier keine Luftballons mehr, aber ist egal. Ich habe jetzt welche und die reichen mir auch und ich kann euch zeigen, was man damit machen kann. Wenn ihr mehr Glück habt als ich hier in meinem Bezirk, dann könnt ihr das gerne nachmachen. Vielleicht habt ihr auch noch welche vom Geburtstag oder von irgendwelchen Festen, dass ihr eben da einen Luftballon nehmen könnt. Und da fangen wir einfach mal jetzt an. So, Osterhase, nee, Osterhase nicht, Osterfrosch, vielen Dank. Mir fehlen manchmal die Worte. Und jetzt kommt das so. So, hier habe ich einen Luftballon. Einmal gepustet, ich wollte jetzt nicht Blasen sagen, einmal gepustet, weil es wird ja noch weiter bearbeitet und das ist die richtige Größe. Man kann es auch natürlich größer machen, je nachdem, wie groß man es wirklich haben möchte. So, also einen Ballon kurz aufpusten und Knoten rein und abwarten. Was brauchen wir noch? Wir brauchen das Gold von 2020, Klopapier, eine kleine Schere, eine große Schere, eine kleine Schere, bisschen Wasser und ja, eventuell Stifte oder Klebezeug, wie auch immer. Ich zeige euch das dann. Wir wollen erstmal anfangen. So, ich muss erstmal meine zweiten Augen. Jetzt werde ich euch hier runterstellen wieder. Das klappt. Oh, klar, klappt doch. Hier ist der Tisch, ja. Super. So, ich habe natürlich natürlich mal etwas vorbereitet. So, und jetzt habe ich natürlich hier diese Blätter von Klopapier, von dem Gold von 2020. Klopapier gibt es ja wieder, en gros. Habe ich jetzt in kleine Stücke gerissen. Und man nimmt diesen Ballon und legt den hier drauf, dieses Papier. Man kann das jetzt ja nass machen, entweder mit Näpfchen mit Wasser, wo man dann die Finger reinmacht und dann hier so drauf toucht oder eben einen Lappen. Ich habe aber festgestellt, ich habe alles Mögliche probiert. Es geht am besten mit so einer Blumenspritze. Die hatte ich mal auch vor längerer Zeit schon mir mal besorgt für meine Pflanzen. Und da habe ich eben das jetzt neue Wasser wieder reingemacht und bespritze das hier nur so kurz. Oh, das ist ein langer Spritzer. Muss ich wieder umstellen. Hier oben. Muss ich mal gucken. Warte mal. Nee, ich will keinen Spritzen. Ich will keinen. Hallo. Ich will das gesprüht haben. Naja, so in etwa. Macht es nicht zu nass. Weil das muss ja auch irgendwann wieder trocknen, ne? Ich fange immer hier oben an. So, dann kommt das nächste, dann mache ich das senkrecht. Senkrecht. Hier an meinem Tisch kann ich nicht versauen. Selbst wenn das Wasser noch woanders hinspritzt, ist kein Problem. Dann kommt das nächste Blatt. Jetzt ist die saubere Variante. Wenn man jetzt natürlich einen Lappen nimmt oder nur die Finger so nass macht und so, dann habt ihr hier irgendwann eine große Pfütze. Legt euch was drunter. Entweder ein Tablett oder irgendwie eine Plastikdecke, damit man eben nicht so viel
nass bekommt. Aber das ist hier mit dieser Flasche, ist eine günstige Sache und macht natürlich auch gleich wieder ein bisschen mehr Spaß, gerade auch bei den Kindern. Die spielen ja gerne mit Wasser. Man erinnert sich ja, im Sommer haben die hier oben mal so eine Flaschen und bespritzen sich gegenseitig. Ja, wir als Kinder haben das ja auch gerne gemacht. Wir haben dann auch so eine Wasserspritzen, manchmal auch so von Mutter haben wir dann gefragt, hast du mal eine Spritze, beziehungsweise so eine Wasserspritze, was man damit nehmen kann. Und da hat sie uns dann, wo Spüle drin war, leere Flaschen ausgespült, hat dann eben dort mit Wasser uns gefüllt und dann konnten wir auch uns bespritzen. Hat Spaß gemacht. Heutzutage, Kinder spielen ja was anderes. So, ich höre hier auch gleich auf. Ich wollte nur zeigen, wie man das in etwa so macht. Denn ihr wollt ja wissen, wie es später dann auch mal aussehen würde, könnte, muss. So, naja, noch ein bisschen. Hier, so. So, und das macht ihr jetzt, bis der Ballon nicht mehr zu sehen ist. Das heißt, wenn man es nass hat, sieht man ja hier den Ballon leuchten. Und wenn man mehrere Schichten drauf hat, ihr seht hier, er leuchtet zwar noch durch, aber es ist schon nicht mehr so wie hier. Hier sieht man so sehr stark noch und hier etwas. Und naja, hier sieht man schon langsam nichts mehr. Zwar immer noch ein bisschen, aber wenn es dann so weit ist, dann macht ihr vielleicht noch ein, zwei Lagen und dann fertig. Und dann muss das Ganze trocknen. Das Beste ist, ich habe da so eine Kompottschälchen genommen, die hatte ich dann einen Ballon draufgestellt und habe das trocknen lassen. Und das Ganze muss jetzt trocknen. Wie es trocken denn aussieht, ist so. So ist es trocken. Ihr hört, ist auch stabil. Ich hatte hier ein Gelb genommen. Nehmt bitte keinen weißen Luftballon, denn weiß und weiß passt da nicht ganz zusammen. So, und ich bin ja gespannt, ich wollte das eigentlich schon mal vorbereiten, habe ich aber nicht getan, werde jetzt aber das Ganze zerstören. Wollen wir mal gucken, ob das jetzt so klappt, der sogenannte Vorführeffekt. Ja, hat ganz gut geklappt. Der Ballon ist draußen. So, und jetzt haben wir hier natürlich ein großes Loch, aber es soll ja auch so sein, weil jetzt wird geschnippelt. Jetzt zerschneiden wir das Ganze. Man kann natürlich auch sich hier eine Linie ziehen. Da macht ihr einfach mal jetzt... ich habe jetzt leider nichts Passendes da. Ihr könnt hier euren Stift reinstecken. Dann habt ihr immer dieselbe Höhe. Und dann so lang ziehen den Stift. Darf natürlich nicht verrutschen. So, ich lasse das aber sein. Ich schneide jetzt nach Schnauze. Denn wenn ich ein Ei aufschlage, sieht es ja auch nicht so aus, als wenn ich da jetzt das mit einem Winkelmesser genommen habe und fertig aus. Nein, ich schneide jetzt einfach erstmal kurz auf. Ich denke mal, die große Schere ist dafür besser. Glaubte ich aber auch nur. Nee, entweder die ist stumpf und man kann drauf reiten. Oder... Wo haben wir denn jetzt hier den Anfang? Hier. Alles noch Paletti. Ihr könntet natürlich auch ganz genau ausmessen. Ich habe das jetzt nicht ausgemessen, weil das wird ja sowieso noch bei mir anders geschnitten als wahrscheinlich bei euch. So, seht ihr? So haben wir jetzt nämlich ein halbes Ei. Da ist jetzt dieses sogenannte Nest. Dann braucht man natürlich auch ein bisschen
Muss man hier drüben machen, muss das hier drüben gesaugt werden. Das kann man dann hier reinmachen. Dann wird das gefüllt mit Schokolade oder was ihr gerade haben wollt. Hier draußen. Ach, das ist krümelig. Eine krümelige Angelegenheit. Hier draußen wollte ich sagen, ja. Hier draußen könnt ihr das natürlich anmalen, aber ich kann euch gleich sagen, Buntstifte sieht man so gut wie gar nicht. Ich habe das hier schon mal ausprobiert. Wo haben wir denn jetzt hier? Hier sind Buntstifte, aber die kann man wirklich kaum sehen. Das ist ein Filzstift. Wenn man nur Punkte macht, auch Filzstifte oder hier so ein etwas größerer Punkt. Und dann habe ich probiert, ob das auch mit Stickern geht. Sticker gehen auch. Habe ich hier raufgeklebt. Werde ich auch machen. Man kann natürlich sich auch Bilder ausschneiden und mit bisschen so ein Klebestift ankleben kann man auch machen. Was ich hier noch sagen wollte, den Rand mache ich natürlich nicht so wie mit einem Winkelmesser abgeschnitten, sondern ich mache ihn zackig. Zack, zack, bisschen zackig. So. Und diese Trockenzeit dauert natürlich ein ganzes Ende. Da müsst ihr euch natürlich ein bisschen gedulden. Ihr habt ja noch ein bisschen Zeit. Also Wochenende steht auch schon vor der Tür. Könnt ihr also schon mal eure Klopapier holen und einfach nur hier so eine kleine Zacke ausschneiden. Und dann geht das. Ich mache jetzt nur mal die Hälfte, damit es nicht so lange bei euch dauert. Aber auch nicht die Zacken so ganz gleichmäßig, sondern vielleicht mal ein bisschen größer, mal ein bisschen kleiner. Dann guckt euch mal die Schale an, wenn ihr ein Ei aufgeschlagen habt. Das ist nicht so hundertprozentig eine Zacke wie die andere. So. Ja. Und das konnte ich euch nur zeigen jetzt, weil der liebe Frosch, danke, mir eben etwas Gutes tun wollte, mir eine Freude machen wollte und hat an mich gedacht. Und ich habe kaputt gelacht und mir eben die Luftballons gebracht, damit ich hier wieder euch was zeigen kann. So sieht es dann aus. Wenn dann das Gras noch drin ist, könnt ihr das befüllen. Und wie gesagt, dann könnt ihr es noch bemalen, die ganze Schale. Und dann sieht es auch sehr schick aus. Finde ich jetzt mal, oder? So, das ist Variante Nummer 1. Variante 2 ist, wenn ihr diesen Luftballon, nicht diesen, sondern überhaupt euren Luftballon größer aufpustet, das Gelbe auch so macht. Und dann sieht das so aus. Auch schon mal vorbereitet. Und hier muss ich jetzt auch wieder den Gummi abschneiden. Mal gucken, ob das klappt. Hui! Ja, hat geklappt. Den holen wir später raus. Und hier haben wir jetzt einen Filzer. Hier haben wir jetzt einen Filzer. Das ist auch einer. Mache ich denn nur die Mitte? Wie soll es werden? Es soll das wird so ein Loch werden. Könnt ihr das sehen? Ja, jetzt könnt ihr das sehen. Da muss man sowieso mit der Schere. Jetzt haben wir es gleich. Jetzt hat er gleich verpupst.
Genau. Ihr könnt auch zum Hinstellen, habe ich letztens auch so gemacht, da ist gerade mein Tesafilm alle gewesen, und die leere Rolle einfach hinlegen und dann da drauf gestellt, hält wunderbar. Naja, ich habe jetzt hier ein bisschen krumm geschnitten, aber das ist auch egal, wird noch gesäubert. Und wenn irgendwo sich mal was löst, einfach wieder ein bisschen mit Wasser ran. Natürlich wird das nicht ewig halten, aber ich meine jetzt Jahrzehnte und Jahre. Aber für Ostern, das sind bloß ein paar Tage, wird das reichen. So sieht es von innen aus. Ach ja. Da hat sie wohl zu wenig Wasser genommen, wie auch immer. Der Ballon mit raus. Wenn man dann das nämlich aussortiert, ist also nicht so schlimm. Dieses Loch kann man natürlich jetzt auch noch ein paar Decken drüber machen, so ein bisschen anfeuchten, dann sieht man das Loch auch nicht mehr. Ich sehe ja gerade jetzt hier, so wie ich das jetzt hier gemacht habe, einfach wieder anklatschen mit ein bisschen Wasser, fertig. So. Das ist ein Guckloch für das Küken, was ich da dann auch demnächst reinsetzen werde. Das ist meine Nachbarin und ihre Tochter. Die hört man immer. Ist aber nicht so schlimm. Stört mich nicht. Wobei man ja mal alten Menschen nachsagt, die haben an allem was auszusetzen. Gerade bei Kindern. Nee, es gibt natürlich blöde Kinder, freche Kinder. Ich werde jetzt hier euch einfach mal. Fertig machen, damit ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt, wie das aussieht. Kann ich mir ja vorstellen. Ja, ich habe auch schon viele Anfragen bekommen, wann ich weitermache. Ja, es ist nicht immer alles rosig. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, wollte ich eigentlich sagen. Aber bin ja da. Aber das Wetter scheint auch wieder zu wechseln, denn mein Knie tut heute so was von weh. Zum Glück brauche ich jetzt hier nicht stehen oder rumlaufen, obwohl ich war heute auch schon einkaufen. Was soll's? Ja, gleich. Wir sind gleich soweit. Ich zeig's euch gleich, ja? Guckt mal, so sieht's schon aus. Nur noch ein bisschen und dann haben wir es ja schon fertig. Solltet ihr keinen Luftballon bekommen mehr, so wie ich jetzt, wieso, weshalb, warum auch immer, dann soll auch eine runde Schale gehen, aber dann müsst ihr das öfters bewegen, damit es nicht festpappt, damit es nicht festklebt. Ich muss auch hier was anbappen. Löst sich. Und deswegen sollt ihr am besten auch keine große Tusche nehmen, weil die ist ja dann auch so feucht, oder eben ganz, ganz minimal bloß anfeuchten, dann würde das vielleicht auch gehen, muss aber dann wieder getrocknet werden, ne? Hier ist auch noch was. So.
Ja, auch beim Basteln sage ich so, wenn ich etwas gepackt habe, so, das haben wir und jetzt kommt das nächste, so in etwa. Ich habe ja heute auch noch einiges vor. Eventuell mache ich heute noch ein Feedback. Aber das weiß ich noch nicht so hundertprozentig. Je nachdem, wie mir zumute ist, wie gelaunt bin. Eigentlich bin ich ja immer gut gelaunt. Selbst wenn es mir nicht gut geht, dann sage ich bloß nicht so viel. So. Ja, so, siehst du? So, wir haben es fertig. Heißt das. Das Ei ist fertig. Und jetzt kommt hier natürlich auch Gras rein. Und dann habt ihr euer Osternest. Da könnt ihr jetzt auch einen Osterhasen, ein paar Eiern, Küken, wie auch immer, könnt ihr da reinstellen. Und auch draußen hier ein bisschen anmalen oder auch so lassen, weil Ei ist ja weiß. Und von daher könnt ihr das so lassen. Oder aber ein bisschen anmalen, weil Ostern ist. Oder frohe Ostern raufschreiben. Aber seid vorsichtig. Es ist ja, wie gesagt, Klopapier. Und Klopapier ist wie Löschpapier. Wenn man da drauf eben mit Tinte oder mit einem Filzer schreibt, dann verbreitet sich das Ganze ein bisschen aus. So. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Und wünsche euch viele Ballons. Dass ihr welche bekommt, dass ihr welche habt. Und viel Erfolg beim Nachmachen. Und dann viel Erfolg. Eure Elli.